Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar zeige ich euch heute, wie man für Minecraft Optifine installieren kann. Ihr sucht einfach bei Google nach Optifine. Oder beziehungsweise klickt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung. Da kommt ihr dann hier nämlich direkt zu optifine.net. Das ist diese Seite. Und hier seht ihr jetzt erstmal alles Mögliche, was Optifine so kann. Das ist alles cool und schön. Aber wir wollen es downloaden. Deswegen klickt ihr auf den Downloads-Tab. Und dann sucht ihr euch hier die Version raus, mit der ihr spielen möchtet. Ich zum Beispiel möchte jetzt die neueste Version haben und ihr seht schon, die neueste hier ist angeblich 1.13, allerdings sind das nur die Vollversionen, sage ich mal, also die finalen Versionen. Wenn ihr Preview-Version haben möchtet, klickt einfach hier oben drauf und dann seht ihr schon, hier gibt es 1.14. Die arbeiten da quasi noch dran und deswegen ist das noch nicht ganz brandneu fertig, bla bla bla. Und dann klickt ihr hier nicht auf Download, sondern auf den Mirror-Link, weil ich zeige euch mal, wenn ihr auf Download klickt, dann kommt ihr nämlich noch über so eine Werbeseite. Und das wollen wir nicht, weil das ist zu viel Werbung. Wenn ihr auf Mirror klickt, kommt ihr nämlich genau dahin, wo ihr mit dem anderen Link auch hingekommen wärt, nämlich zum Download. Hier ist auch ein bisschen Werbung, aber eben zum Glück nicht so viel. Und dann klickt ihr einfach auf den Text, dann downloadet ihr euch das. Und dann klickt ihr auf Speichern. So, zack. Und dann ziehe ich mal kurz die Datei, wenn ich sie finde, auf den Desktop. So, dann müsstet ihr hier so eine JAR-Datei bekommen. Wenn ihr da jetzt einen Doppelklick drauf macht, dann müsste sich hier dieses Menü öffnen. Und hier klickt ihr einfach auf Install. Und dann habt ihr Optifine quasi schon komplett installiert. Und wenn ihr jetzt Minecraft öffnet, dann müsste das auch schon ausgewählt sein, das Profil mit dem Optifine. Seht ihr hier am Namen Optifine, das steht dann, also das, was wie die Datei quasi heißt, das steht dann auch hier. Wenn ihr das nicht seht, dann müsst ihr einfach auf den Pfeil einmal klicken und hier ein bisschen rumscrollen, bis ihr die Version gefunden habt. Und dann klickt ihr einfach auf Spielen und wir warten jetzt mal kurz, bis Minecraft geladen hat. So, und wenn es dann geladen habt, dann könnt ihr einmal auf Optionen gehen und euch die Video-Settings anschauen. Und dann müsste das hier schon geändert sein und links unten in der Ecke müsste auch Optifine stehen, je nachdem, welche Version ihr natürlich habt. Und dann könnt ihr jetzt anfangen, das alles so einzustellen und das war eigentlich die ganze Installation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann, na, ihr kennt den Scheiß. Auf jeden Fall, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.